Raspberry Pi als Musikspielgerät. Ja, fangen wir einfach an. Das soll eigentlich mehr oder weniger Bericht über ein Projekt sein, was ich mal so zwischendurch gemacht habe. Drei Worte vielleicht zu mir. Ich bin auch im richtigen Leben Softwareentwickler, einem großen Maschinenbauunternehmen. Und in meiner Freizeit malträtiere ich eben halt auch mal manchmal ein bisschen Hardware, schreibe irgendwelche komische Software. Also man kann seinen Beruf dann nicht irgendwo ablegen. Also das spiegelt sich dann auch irgendwo in der Freizeit wieder. Okay, wer von euch kennt einen Raspberry? Wer hat schon mal mit dem Raspberry gespielt? Das müssten jetzt die gleichen Hände sein. Okay, und dann, was habt ihr danach damit gemacht? Aber ich stand vor einem ähnlichen Problem. Ich hatte mir auch irgendwann mal so einen Raspberry gekauft, allerdings mit einem ganz gewissen Hintergrund. Ich habe noch so eine ähnliche Hardware ständig irgendwie zu laufen und die spann irgendwann von anderthalb Jahren rum und war der Meinung, das Zeitliche zu segnen. Da habe ich dann voreilig mir auch so eine Platine für 35 Euro gekauft und ein bisschen rumgespielt. Und dann lief aber dieses andere System wieder. Und ein laufendes System soll man nicht stören. Und dann dachte ich mir, okay, das funktionierte seine. Und das Ding hier landete irgendwann im Schreibtisch, in der Schublade. Und ich stellte mir dann irgendwann mal die Frage, und jetzt? Eigentlich schade. Gut, und dann dachte ich mir, mach mal irgendwas Sinnvolles damit. Muss nichts Großartiges sein, so ein bisschen Zeitvertreib. Man hat ja auch mal zwei, drei Abende Zeit. Und dann habe ich angefangen mal zu überlegen, wofür man das einsetzen könnte. Anwendungsfall, den werden wir dann gleich sehen. Beziehungsweise, ja klar, es soll irgendein Musikabspielgerät sein. Ich habe dann tatsächlich wirklich ein Pflichtenheft aufgestellt. Also ich bin ja Softwareentwickler. Wenn man Software schreibt, schreibt man ja vor ein Pflichtenheft. Was soll die Software alles können oder das Gerät oder das System oder irgendwas. Da dachte ich mir, machst du das mal richtig professionell. Pflichtenheft, Anforderungen, Varianten, Lösungen. Bisschen überlegen, natürlich nicht in schriftlicher Form in 1000-seitigen Pamphleten, aber irgendwo schon mal auf einem Notizblock oder wenigstens im Kopf irgendwo. Ja gut, und dann bin ich irgendwann an die Realisierung gegangen, habe die Hardware dafür ausgesucht. Klar, es musste ein Raspberry sein, weil der staubte ja da so vor sich hin. Und letztendlich habe ich dann auch noch ein bisschen Software dazu geschrieben. Okay, Ausgangslage. Ich wohne in einem dreistöckigen Haus, was mir auch selbst gehört. Also ich habe drei Stockwerke irgendwo, meine Wohnung geht über drei Stockwerke. Und ganz, ganz oben am Dachboden, da steht so eine Netzwerkplatte dort, also so ein Netzwerklaufwerk, eine kleine NAS. Und zwei Stockwerke tiefer habe ich eine Stereoanlage im Wohnzimmer. Das ist genau diese Stereoanlage, noch etwas altmodisch, also die hat keinen USB-Eingang, die kann keine MP3-CDs abspielen, da kann man keinen iPod anstecken, da kann man, weiß ich nicht, was moderne Stereoanlagen können, sondern es hat ganz einfach nur ein Radio, einen CD-ROM drin und einen Verstärkereingang. Und ich habe die Angewohnheit, meine CDs, wenn ich die kaufe, die zweite Aktion, nachdem ich sie mir dann einmal angehört habe, ich ripse dann erstmal als MP3, packe sie auf dieses NAS und es ist immer ein bisschen doof. Oben ist die Musiksammlung und unten steht die Stereoanlage, wo man dann mit der Familie sitzt oder mit Freunden und es musste also irgendwas her, mit dem ich oben auf meine Musiksammlung zugreifen kann und die unten. So, das ist die Ausgangslage. Es gibt auch keine Ethernet-Verbindung dazwischen, also es musste auch irgendwas mit WLAN sein. Anforderungen, genau. Wohnzimmertauglich und frauentauglich, das war das Wichtigste. Also es sollten ja auch meine Kinder bedienen können und meine Frau und meine Freunde vielleicht, wenn sie der Meinung sind, da auch noch rumzuspielen. Fiel also im Prinzip so eine Lösung weg, wo mit ganz vielen Drähten und fünf Leiterplatten und Display daneben und Schalter noch mit einem meterlangen Kabel irgendwie. Also es musste Wohnzimmer- und frauentauglich sein. Das bezog sich dann auch auf die Bedienung, das werden wir nachher nochmal sehen. Okay, hatte ich dann schon gesagt, WLAN muss irgendwo da sein, weil es kein Ethernet-Kabel vom Wohnzimmer bis zum Dachboden gab. Die Audioqualität sollte natürlich auch halbwegs gut sein. Wer einen Raspberry kennt, der weiß auch, dass er eigentlich kein Audio kann so richtig. Zumindest ist es nicht in der vernünftigen Qualität, wie man, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hochwertige Musik höre, aber es sollte schon in irgendeiner ansprechenden Art und Weise die Musik da wieder aus den Lautsprechern, aus dem Verstärker kommen. Internetradio, das wäre dann auch so eine Geschichte, das wäre ja auch mal interessant, Internetradiostationen sich anhören zu können. Eine Fernbedienung wäre auch nicht schlecht. Und was für mich natürlich im Vordergrund stand, die Realisierung muss natürlich Spaß machen. Also, ohne Spaß, das ist kein Sinn. Gut, betrachtete Lösungsvarianten, die ich dann mal so aufgestellt habe. Ich
habe so einen modernen, neumodischen Samsung-Fernseher, der irgendwie alles kann. Das könnte der natürlich auch. Okay, aber mal ganz ehrlich, wer schaltet einen Fernseher an, um eine CD zu hören? Nee, echt? Okay, also ich find's immer irgendwie affig, wenn ich eine CD oder Musik oder Radio hören möchte, meinen großen Fernseher an, der nur Strom verbraucht, ja, und klar, der hat ein super Display und alles schick, aber ich finde das irgendwie krank. So ein moderner Fernseher hat natürlich auch sogar optische Ausgänge teilweise, die man da dann wieder an seine Stereoanlage ranpinnen kann. Meine kann übrigens kein optisch, also da ist wirklich nur Schinch. Einen optischen Ausgang hat sie, aber dann müsste ich ja wieder irgendwo ein Gerät haben. Ja, man kann natürlich den Fernseher an die Stereoanlage ranknallen, das geht natürlich auch. Aber wie gesagt, für mich Blödsinn, ich finde das irgendwie abartig, Musik fernzusehen. Okay, dann gibt es natürlich irgendwelche Set-Top-Boxen, die man sich da auch kaufen kann. Irgend so ein schwarzes Kästchen von den verschiedensten Herstellern. Sind auch netzwerkfähig, alles toll. Dann könnte ich XBMC, kam vorhin auch schon mal als Antwort. Klar, ich könnte auch irgendeine Linux-Kiste oder auch den Raspberry XBMC, aber da hätte man schon wieder das Problem des Displays. Ne? Müsste man wieder auf den Fernseher ausweichen. Er hat ja einen HDMI-Eingang. Fiel für mich auch irgendwie weg. Letztendlich ist dann wirklich diese Lösung dort geblieben. Ich sagte mir, ich will Spaß haben und möchte keine Fertiglösung in irgendeiner Art und Weise benutzen. Der Fernseher darf dabei nicht angehen. Gut, und genau diese Lösung möchte ich jetzt ein bisschen vorstellen. Das ist dann das, was da draus geworden ist. Das schwarze Kästchen dort in der Mitte im Prinzip. Grundlage ist ein Raspberry Pi mit einem frauenfreundlichen, wohnzimmertauglichen Gehäuse. Ein USB-WLAN-Stick, damit man auch irgendwie nach oben kommt, auf den Dachboden. Ein Display, ganz wichtig zur Bedienung und zur Anzeige, also ein Touch-Display. Externe Soundkarte, wegen dem schlechten Sound, der intern aus diesem Raspberry rauskommt. Ja, und dann natürlich die Software dazu. Das Betriebssystem ist klar, Linux. MPD als dieser Dienst, der dann diese Audio-Files wirklich abspielt. Ein paar Linux-Tools noch dazu. Und ganz wichtig, und das war dann für mich dann wirklich der Spaß, als Softwareentwickler eine GUI selber zu entwickeln, die dieses ganze Gerät steuert und das macht, was ich möchte und es so macht, wie ich es möchte. Nicht irgendwie von irgendeinem Hersteller, von irgendeiner Set-Top-Box vorgeschrieben zu bekommen, dass ich jetzt da und da und dann versteht es keiner mehr. Ich wollte es selber bestimmen, das auszusehen. Gut, in der Folge werden wir jetzt ein bisschen die einzelnen Punkte mal abarbeiten. Raspberry Pi ist klar, brauche ich nicht viel zu erzählen. ARM-Prozessor hat einen Audioausgang, der sehr grottig ist, hat Netzwerk, hat ein paar USB-Boxen dran, wo man USB reinknallen kann. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Zwei Gründe, warum ich einen Raspberry benommen habe. Einmal staubte er da dort in meiner Schublade ein. Und der zweite Grund war dann das Display gewesen. Sonst hätte man irgendeinen anderen kleineren Beaglebone oder einen Cube oder irgendwas nehmen können. Man ist da jetzt nicht auf dem Raspberry. Denkt. Einziger Grund war das hier. Bei meinem Lieblingslieferanten für solche Hardware steht da unten irgendwo, ist keine Schleichwerbung, ich komme nicht von dieser Firma. Die haben gleichzeitig, beziehungsweise im Bundle oder auch einzeln kann man die kaufen, diese Displays, die direkt den Raspberry raufpassen, also auf die Steckerleiste. Es kam auch noch dazu, das Gehäuse, was ich da mit dazu gekauft habe, geht nur in dieser Kombination. Also Raspberry und Display draufgesteckt, Ausschnitt aus, der war schon vorgefertigt. Dann hätte ich mir ja wieder irgendwas einfallen lassen mit dem Gehäuse. Ja, das Display ist ein TFT, ein transistives. Transistiv heißt, also wird von Hintergrund beleuchtet. Und also nicht so wie so ein OLED oder sowas, was ja aktive wären, sondern das sind transistiv, passiv. Im Hintergrund beleuchtet, ist 3,8 Zoll groß, also so ungefähr. Aber für eine Bedienoberfläche reicht das aus, denke ich. 320x240 Pixel, hat eine Touchfläche drauf, die ist resistiv. Kann jemand was mit diesem Begriff anfangen? Ja, denke ich. Also Handys sind nicht resistiv, die sind kapazitiv. Ich komme da vielleicht nachher nochmal auf den Begriff resistiv. Da kann ich dann auch nochmal kurz erklären, was das technisch bedeutet. Der dort oben aufgezeichnete Controller von TI ist drauf. Ja, das hat auch nur 30 Euro gekostet. Also ein kapazitives wäre, glaube ich, etwas teurer. Ja. Aber für eine einfache Bedienoberfläche reicht ein Touchpad. SPI-Schnittstelle,
Hintergrundbeleuchtung kann man ein- und ausschalten. Das habe ich dann auch irgendwo genutzt, um Strom zu sparen, nicht den Fernseher anschalten zu müssen. Also nach einer Minute, wenn da keine MP3s laufen auf dem Teil, ich greife jetzt schon ein bisschen vor auf die Benutzeroberfläche, dann wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet automatisch. Und wenn man dann wieder dieses Touch bedient, dann wird es wieder angeschaltet. Okay. Ja, Soundkarte. Ich habe eine Weile lang gesucht, also so eine 7,50 Euro USB-Soundkarte, wo dann auch nur eine Klinkenbuchse rauskommt, das kam für mich nicht in Frage. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt gucken wir mal, was es noch für tolle Sachen gibt. Und ich bin dann auf diese Soundkarte gekommen von der Firma Behringer, UCA 202. Die ist relativ gut, kann man im Manual nachlesen, was die so alles kann. Also die hat einen sehr guten Frequenzgang, sehr guten Klirrfaktor. Hat auch die entsprechenden Ein- und Ausgänge oder hauptsächlich die Ausgänge, die ich brauche. Nebenbei hat sie dann auch noch Eingänge. Man kann auch Kopfhörer dann noch anschließen und Monitoringbetrieb. Aber für meine Ansprüche war es genau das Richtige. Und was ganz, ganz wichtig ist natürlich, das Ding ist Linux-tauglich. Also Plug and Play, das werden wir nachher auch nochmal sehen. Gut, zum WLAN ist nicht allzu viel zu sagen. Ist der übliche Nano, Mini, irgendwas, WLAN-Stick mit den üblichen technischen Daten. Einzig wichtiger Parameter ist natürlich der Chipsatz, der da drin verbaut ist, dass man nicht irgendwelche Klimmzüge im Linux machen muss. Ich hatte Glück gehabt, also ich wusste nicht, was ich da für so ein Ding kaufe. Steht natürlich auch bei Amazon nicht da, was da drin ist. Sind ja keine Techniker. Und eingesteckt, geguckt, oh ja, super, RTL-Chipsatz funktioniert und war schick gewesen. Man kann da natürlich auch Pech haben. Jede Woche wird da was anderes reingebaut. Ich hatte Glück. Okay. Also ich zeige erstmal das Gesamtgerät an. So sieht es dann ungefähr aus. Mir wurde mal die Frage gestellt, funktioniert das dann überhaupt mit dieser grottigen Spannungsversorgung vom Raspberry, mit diesem komischen Spannungswandler, WLAN-Karte, USB-Karte, Display? Ob das noch geht, ob das mit dem Spannungswandler überhaupt noch alles machbar ist. Ich hatte da zwei lustige Effekte gehabt. Der erste lustige Effekt war gewesen, als ich das alles das erste Mal zusammengesteckt habe. Als letztes Teil habe ich den WLAN-Stick in die USB-Buchse reingesteckt und plötzlich ging das Ding aus. Okay, dachte ich, toll, Mist. Erstmal geguckt, mein Stecker am letzten Teil, wie viel Ampere, sollte eigentlich reichen. Aber er bootete wieder hoch. Ja. Also muss irgendwie nur so eine Stromspitze gewesen sein. Und den gleichen Effekt hat man auch, wenn ich den WLAN-Stick wieder rausziehe, bootet das Ding auch einmal durch. Aber wenn man alles zusammengesteckt hat und ganz geordnet hochfährt, Strom ran, dann funktioniert das auch. Und das läuft jetzt bei mir seit 3, 4, 5 Monaten im Wohnzimmer, ohne dass er irgendwie Stromversorgungsprobleme hat. Kein Problem. Zweiter Effekt von diesem bösen Spannungswandler ist, also man sieht hier schon mal so ein Bild von der Bedienoberfläche. Ich gehe nachher noch ein bisschen genauer ein. Und da gibt es ganz rechts unten die Quit-Taste. Da sieht man das, dass da Quit steht. Und dahinter verbirgt sich eine Funktion, die ich da programmiert habe. Da das Ding runter. Also ein Shutdown macht er dort. Und ich mich immer gewundert, früh morgens ins Wohnzimmer gekommen, mal gucken, ob das Ding noch läuft. Und ja, pff, aus. Mich immer gewundert, warum? In meinem Programm nachgegrübelt, gibt es da ein Problem im Linux, irgendwo ein Problem, und wenn man im Syslog mal geguckt hat, ja, ein regulärer Shutdown. Warum? Und dann kam irgendwie der Zufall und stand ich dann da, habe wieder gegrübelt und plötzlich sah ich, also das Gerät lief dann gerade, wie die Quit-Taste von magischen Händen bedient wurde. Also ich muss dazu sagen, wenn man darauf drückt, dann habe ich das so programmiert, dass sich die Farbe ändert und plötzlich wurde die gelb. Ne? Also das war Farbe für drücken und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich eine Weile lang überlegt und dann habe ich da schon diesen Spannungswandler dort identifiziert, dass der einfach zu warm wird und dann irgendwie dieses Resistive, dass sich da irgendwelche Strömlinge auf diesen beiden resistiven Flächen da irgendwie ausbreiten, keine Ahnung. Also die Konsistenz da sich wahrscheinlich verändert, diese Abstandshalterfläche, keine Ahnung. Auf jeden Fall lustiger Effekt. Endeffekt war dann eben halt gewesen, Bohrmaschine genommen, an den entscheidenden Stellen noch mal ein paar Lüftungslöcher rein und seitdem ist Ruhe. Ja? Aber das sind dann so eine Dinge, da fragt man sich, okay, super, lustig. Also so sieht das Gerät dann im Prinzip aus. Ja, man sieht dort im Prinzip den WLAN-Stick, da wo diese drei Buchstaben drauf sind, dahinter ist der USB-Stecker für die Soundkarte. Also die Soundkarte liegt dann natürlich nicht offen bei mir rum, die liegt dann hinter der Verstärkeranlage, da irgendwo dahinter, sodass man dann
nur das Gerät dort oben drauf hat. Und ich habe ein bisschen dicke Finger, aber meine Frauen und meine Kinder, meine Frau und meine Kinder haben etwas schmalere Finger, die kommen ohne diesen Stylus aus. Ich brauche ab und zu mal den Stylus, aber es funktioniert auch so. Also man muss nicht jetzt unbedingt diesen Stylus dafür. Okay, hatten wir schon geklärt, Betriebssystem, das ist dann das Erste, womit man sich beschäftigen muss. Jeder, der schon mal so ein Raspberry lauffähig bekommen hat, ist klar, wie das funktioniert. Man besorgt sich irgendwoher ein Image, packt es auf die CD-Karte, die CD-Flashkarte bootet und dann läuft er eigentlich. Man sollte vielleicht noch ein bisschen über SSH oder wie auch immer, wenn man eine Tastatur und einen Fernseher hat, dann kann man das natürlich auch mit einer USB-Tastatur und mit einem Monitor machen oder einem Fernseher. Und Rechnername vielleicht mal ändern, Netzwerkkonfiguration, wenn es notwendig ist und vielleicht sollte man auch das Default-Passwort ändern. Also ein bisschen User-Management machen, nochmal ein Reboot, fertig. Spezialität bei der Geschichte ist jetzt, ich habe mir jetzt kein spezielles Kernel-Image für das Touch-Display selber zusammengebaut, sondern ich habe einfach das, was dort, wo ich das gekauft habe, auch angeboten wurde, genommen und auf die SD-Karte kopiert. Der Nachteil ist jetzt natürlich, wenn man ein Upgrade machen möchte, dann sollte man ein bisschen aufpassen, dass dann diese speziellen Kernel-Treiber oder Kernel-Module für das Display nicht verloren gehen. Also sollte man dann schon ein bisschen aufpassen. Okay, also denke, wie man Linux installiert auf einem Raspberry, das ist jetzt nicht so spannend. Spannender ist jetzt vielleicht USB-Soundkarte, aber es stellte sich dann raus, dass es auch nicht spannend ist, weil Plug and Play. Musste man jetzt nichts einstellen. Funktionierte sofort. Ich habe dann bloß nochmal nachgeguckt mit LSUSB, DMESH und LSMODE, ob das alles schick ist. Im Nachhinein stellte sich dann ein kleineres Problemchen raus, wo man dann aber sehr, sehr schnell Abhilfe findet im Internet. Also ich habe mich dann immer gewundert, warum meine Partitionen auf der SD-Karte voll sind. Und dann habe ich geguckt und dann in dem Syslog immer komische Meldungen drin, Latency überschritten, irgendwas und das rührte von der USB-Soundkarte. Wenn man dann, ich habe es jetzt nicht mit auf den Folien, aber es findet man relativ schnell im Internet, da ein, zwei Parameter setzt, dann verschwinden diese Logmeldungen auch und dann hat man auch wieder eine freie SD-Karte. Ansonsten Plug and Play, kein Problem. Läuft auch parallel mit der internen Soundkarte. Also man hat dann plötzlich zwei Soundkarten auf dem Raspberry, wenn man möchte und braucht. WLAN-Stick ähnlich, wenn man den richtigen Chipsatz hat, Plug and Play. Hier nochmal die entsprechenden Meldungen dazu. Natürlich muss man dann schon irgendwas konfigurieren für das WLAN. Standardmäßig ist ja dem Image Ethernet-Schnittstelle konfiguriert gewesen, was ich da benutzt habe. Also man muss in den Interfaces ein bisschen was reinschreiben. Ich mache DHCP, man kann auch eine feste IP-Adresse dort einschreiben. Man muss Session-ID und das Passwort in irgendeiner Art und Weise bekannt geben. Und dann einmal Netzwerk starten oder den ganzen Raspberry starten und dann ist man auch im WLAN mit ifconfig, iwconfig. Da kann man das dann nochmal nachprüfen. Eine einzige Geschichte sollte man vielleicht beachten. Der Chip, den ich da verwendet habe, der geht in so einem komischen Power-Safe-Modus und man wundert sich dann plötzlich auch nicht mehr, warum WLAN geht nach 10 Minuten oder nach einer halben Stunde oder je nachdem, was da eingestellt ist. Dieses Power-Safe sollte man vielleicht ausschalten. Und das sind da, ist die eine Zeile dort in der Mitte, legt man eine Datei unter etc.modeprobe.de und so weiter an, mit dieser einen Zeile dort drin und dann ist der Power-Modus ausgeschaltet, Power-Safe-Modus ausgeschaltet. Gut, also das war so die Systemseite. Wir haben jetzt die Hardware, wir haben das Betriebssystem, wir haben die Peripherie dran, bis auf das Touch-Display. Nee, das läuft ja auch schon. Achso, das läuft dann übrigens, ja, wenn man den Rechner dann einschaltet, das entsprechende Kernel-Modul benutzt oder das Image benutzt, dann sieht man dort auch wirklich die Bootmeldung. Also man kann da auch ein X drauf starten, wenn man lustig ist. Aber ein bisschen fieselig bei 320 x 240 Pixel ist es dann schon. Aber ganz lustig. Gut, Anwendungssoftware. Also wir wollen ja irgendwie MP3s nicht streamen, weil es ist kein Stream dienen, sondern abspielen. Deswegen heißt das Ding auch nicht Musikstreamer, sondern Musikabspielgerät. Das ist mein Arbeitsname. Habe ich MPD dazu benutzt, also Music Player Daemon, das ist ein Unix-Dienst zum Abspielen von Musik. Hier sind jetzt nur ein paar der Formate
die er abspielen kann, aufgelistet, also MP3, Phobos ist vielleicht das Wichtigste, WAV kann er auch und er kann noch eine Reihe von weiteren Komprimierungsformaten oder ähnlichem abspielen, einfach mal in der Doku lesen. Ganz wichtig, die Audioausgabe, deswegen sage ich, es ist kein Streaming-Server, erfolgt auf der Soundkarte des Gerätes, wo der MPD läuft. Also in dem Fall der Server. Weil der Raspberry ist aus diesem Blickwinkel jetzt der Server. Also die Audioausgabe auf der Soundkarte des Servers. Er hat kein eigenes Benutzerinterface. Das ist wirklich nur ein Daemon, ein Dienst, der da irgendwo läuft, den man über eine Netzwerkschnittstelle ansprechen kann. Und es gibt ganz, ganz viele GUIs, die außerhalb des MPD-Projektes laufen. Ein paar sind auch innerhalb des MPD-Projektes. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die für ganz, ganz viele Plattformen, Betriebssysteme, kommt da ja auch noch eine kleine Übersichtsfolie, Clients schreiben, GUIs schreiben, um diesen Daemon zu bedienen. Und das war dann für mich auch der Antrieb, auch selber noch eine GUI zu schreiben, genau zur Bedienung dieses Geräts. Ja, Installation aus den Paketquellen oder wer Masochist ist, der kann das auch aus den Quellen sich kompilieren. Ich denke aber auch, das ist nicht allzu schwierig. Ich habe das aus den Paketquellen benutzt. Und man muss zwei, drei Dinge konfigurieren. Die Config-Dateien vom MPD sind relativ gut dokumentiert, kommentiert. Also man muss den Pfad der Musikdateien angeben. Dazu mountet man sich eben halt das Netzlaufwerk und das Filesystem vom Raspberry. Und dann sagt man, da liegen die Dinger. Wo die Playlists liegen, muss man angeben. Und Logdateien, Statusdateien sollte man vielleicht ausschalten, weil komischerweise diese ganzen Logdateien, Statusdateien ist mir nicht gelungen, aufs Netzlaufwerk zu bringen. Die will er unbedingt auf dem lokalen Laufwerk haben. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat jemand eine Erklärung. Und es ist eine SD-Karte. Also sollte man vielleicht auch ausschalten. Es geht ja auch kein, welche Musik ich zu welcher Uhrzeit, also welches Titel, welchen Titel ich da abgespielt habe, eigentlich schon drauf. Also mehr steht in diesen Logdateien nicht drin. Ja, und der letzte Status, kurz vorm Ausschalten, okay, just for fun hat er umsonst. Ja, und natürlich, man muss konfigurieren, welche Soundkarte er hat. DNA und UPnP, nee, das kann er nicht, meiner Meinung. Da gibt es aber auch andere Dienste, die das besser können. Was er aber kann, und das kommt auch ganz zum Schluss nochmal, er kann URLs abspielen, also da, wo sich MP3, also ein Stream, ein MP3-Stream verfolgt, das kann er. Das NAS, also ich habe Samba benutzt, also SMB, und ins Filesystem rein, vom Raspberry. Kannst auch, wenn man lustig ist, NFS machen, wenn das NAS das kann, das ist HFS, je nachdem, was das NAS kann. Ich habe eben halt Samba benutzt, ja. Gut. Der Client, den ich dazu geschrieben habe, also der soll natürlich das Gerät steuern können, dieser Raspberry, den ich heute nicht mit habe. Der kann noch ein bisschen mehr, kommen nachher auch noch ein paar Folien, also ich habe da noch ein paar Gimmicks reingebaut, aber hauptsächlich soll er natürlich den MPD steuern können, also Titelauswahl, Starttitel, abspielen, dann die Abspielreihenfolge festlegen können, die Playlisten ein bisschen verwalten können. Solche Geschichten und soll natürlich auch ein bisschen was anzeigen, also Titelinformationen, Gerätestatus, klar. Ich habe dann auch noch so eine Geschichte hinzu implementiert, Coverbild mit anzuzeigen, das zeige ich auch noch gleich nachher als Beispiel. Und solche Geschichten, wie lang der Titel ist, wie er gerippt ist, so Abbautrate, Abtastrate, solche Geschichten, so eine Spielereien, sollte das ganze Zeug ein bisschen mit anzeigen. Und die Bedienung natürlich über die Touch Fläche des Displays. Dazu habe ich im Prinzip ein monolithisches C-Programm geschrieben, also ein etwas größeres C-Programm, wo ich hauptsächlich drei Bibliotheken benutzt habe. Einmal eine eigene, um den Framebuffer anzusteuern von dem Display. Zu den drei Dingen kommen dann, glaube ich, dann auch gleich drei Folien. Dann für das Touch-Display habe ich eine Lib benutzt, TS-Lib, findet man im Internet. Und für die Schnittstelle zum MPD dann die projekteigene LibMPD. Ich habe die Entwicklung übrigens auf dem Raspberry selber gemacht, also musste mir dann auch irgendwie noch eine Toolchain installieren. Ich wollte mir das irgendwie ersparen, eine Cross-Compile-Umgebung zu machen auf einem anderen Rechner. Und für das Programm ist er noch ausreichend, dass er das innerhalb von 2-3 Sekunden übersetzen kann. Gut, gehen wir mal einfach die drei Dinge da durch, die da mit als Anstrich waren. Framebuffer, Begriff. Ist im Prinzip irgendwie der Grafikspeicher oder der Grafikkarte, den man da direkt ansteuert.
das nennt man irgendwie Framebuffer. Da gibt es Kernel-Funktionalitäten, Linux-Framebuffer-Funktionalitäten seit einem 2.1er Kernel. Kann man über das DevFB und dann durchnummeriert, wie viele Framebuffers man auch immer hat in seinem Gerät, ansprechen. Und ich habe extra dazu eine eigene Lib geschrieben, weil das, was ich so gefunden habe, das war mir entweder zu doof oder zu groß oder unbrauchbar. Aber man braucht ja nicht allzu viel. Man muss einfach nur den Framebuffer öffnen, lesen können. Lesen eigentlich auch nicht. Die Lesefunktionalität brauche ich da nicht. Ich habe sie zwar programmiert, aber ich brauche sie nicht. Schreiben muss man rein können und schließen muss man die Weise wieder. Die Lib, die ich da geschrieben habe, kann mit 24-Bit Farbtiefe arbeiten. Das Display bringt das auch. Ich benutze zwei Textfonts, 8x8 und 8x16. Und man braucht natürlich auch noch ein paar Grafikprimitiver, um dann auch wirklich malen zu können. Also nicht nur Text hinschreiben zu können, sondern auch ein Rechteck zeichnen können, einen Button zeichnen können. Dann braucht man also irgendwie Bildpunkte, man muss Linien zeichnen können, man muss Rechtecke zeichnen können. Aber das ist ja im Prinzip Informatikstudium, zweites Semester, so Brazenham und Algorithmen und so eine Geschichten. Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht allzu viel. Der Informatiker weiß, wie man eine Linie zeichnet. Oder weiß es jemand nicht? Will sich keiner outen. Okay, und dann gibt es ein einziges zusammengesetztes Grafikelement. Also ich habe mich irgendwie beschränkt, die Bedienung über Button zu machen. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter geworden. Also bei diesem Button, den ich da implementiert habe, den kann man einmal frei positionieren, den Text frei wählen und der nimmt auch drei Zustände an, je nachdem, ob er nicht gedrückt ist, ob er gedrückt ist oder wieder losgelassen ist oder selektiert ist. Da habe ich ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt und man kann ihn dann auch ausschalten, anschalten, also disablen, enablen. Das ist ein etwas komplexeres Element, aber auch kein großes Hexenwerk. Okay, Touchscreen. Wie gesagt, da hatte ich eine Lib genommen, die ich im Internet gefunden habe, TS-Lib. Beschränkt sich das im Prinzip auch auf das Öffnen, Lesen, Schließen dieses Touch-Devices. Achso, vielleicht sollten wir vorher nochmal, es gibt ein Kernel-Modul für diesen Controller, der in diesem Display eingebaut ist, diesen ADS7846, und der macht irgendwie, stellt bereit, ein Device, was sich da nennt, irgendwie Dev-Input-Touchscreen, auch wieder durchnummeriert. Und das kann man eben halt öffnen. Jetzt würde nochmal die Erklärung kommen, wie ein Resistive-Touchscreen funktioniert. Man muss sich vorstellen, das sind zwei Halbleiterschichten, getrennt durch irgendeinen Abstandshalter. Und bei der Abfrage des Touchpunktes, also wenn man dann draufdrückt, wird nacheinander der Spannung an beiden Halbleiterschichten angelegt, nacheinander, und die Spannung wird gemessen. Und genau dort, wo der Touchpunkt ist, so, ist irgendein Elektroniker hier, der kann sich das vorstellen. Was ich jetzt mache. Also ich könnte jetzt auch ganz komplizierte Bilder ranmalen. Also man muss sich nur merken, es kommt irgendein Spannungswert raus. Oder zwei Spannungswerte, und zwar X und Y, für X und Y, was das repräsentiert. Kann aber auch jeder nachlesen, wie so ein resistives Bild. Wichtig ist also, dass man irgendwie die XY-Koordinate rausbekommt, repräsentiert durch die Spannungswerte, die da gemessen werden von dem Kernel-Modul. Diese TS-Lib gibt nicht nur X und Y wieder, also auch die Druckkraft und die Druckdauer, weil ich mich immer noch frage, wie man eine Druckkraft misst bei so einem relativ einfachen Display. Irgendjemand hat mir dann erklärt, da wird dann vielleicht die Größe des Punktes, keine Ahnung, und dann wird da drauf geschlossen, ob das so viel Kraft oder so viel Kraft ist. Auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt, was da zurückkommt auf dem Device, es ist auch die Druckkraft dabei. Okay, vielleicht wichtiger Hinweis, bevor man so ein Display benutzt, muss man das natürlich auch kalibrieren, und bei dieser TS-Lib gibt es auch ein Tool, das nennt sich TS-Calibrate, mit dem man das Ding kalibrieren kann, und dann wird dann eine Config-Datei unter etc angelegt, die heißt dann point-cal, und da stehen dann diese Kalibrierungswerte drin, die man seiner eigenen Applikation einbindet, aber vollkommen transparent, man hat da gar nichts mit zu tun. Hauptsache, die ist da und das stimmt, was da drin steht. Ansonsten wundert man sich schon, man drückt da hin und da unten der Punkt ist gemeint, ist dann manchmal ein bisschen doof. LibMPD. Ich hatte ja erzählt, die Kommunikation mit dem MPD-Daemon erfolgt über eine Netzwerkschnittstelle, über TCP/IP. Default-Port ist das Port 6600, ja. Kann man auch rumkonfigurieren, wenn man lustig ist.
Und diese Bibliothek libmpd stellt Funktionalitäten zur Verfügung, mit der man im Prinzip diesen MPD steuern kann. Also das bezieht sich hauptsächlich auf das Öffnen, Initialisieren, Schließen des Kommunikationskanals, Steuerung der Ausgabe, also Play, Pause, Next, Zufallsmod abspielen und solche Geschichten. Abfrage des MPD-Status, ganz wichtig. Also wenn man irgendwelche Titelinformationen anzeigen möchte, dann da muss man eine Statusabfrage absenden und ein bisschen Playlist anlegen. Also eine Playlist anlegen, anzeigen, editieren, löschen und so weiter. Werden auch Funktionen zur Verfügung gestellt. Ganz wichtig, das Ding arbeitet asynchron. Also gerade wenn es Statusabfragen oder sowas sind, schickt man eine Anfrage zum MPD und muss jetzt nicht gleich hoffen, dass man sofort eine Antwort bekommt. Das kann dann auch mal 1-2 Sekunden dauern, wenn er alle Playlisten auflisten soll. Das war bei mir dann immer so der Fall, da habe ich mich dann gewundert. Das ist asynchron. Also man schickt eine Abfrage dorthin und definiert, wenn was kommt, eine Callback-Funktion. Und die läuft vollkommen asynchron von dem Rest des Programms. Also man muss vorher sagen, Status Update. Also es gibt eine Funktion in der libmpd, die nennt sich Status Update. Und da gibt man dann, glaube ich, auch die Callback-Funktion an. Nee, das sagt man vorher, glaube ich. Ne? Egal, Status Update und dann irgendwann kommt die Rückantwort. Und das ist nicht definiert, in welcher Zeit. Also das kann auch mal ein paar Sekunden dauern. Und ich hatte dort auch meine Schwierigkeiten bei gehabt. Mir ist ab und zu mal immer die Applikation abgestürzt. Und zwar an der Stelle, wo ich die Playlisten auflisten wollte. Das hat dann wirklich bei mir 1-2 Sekunden gedauert. Und da kam dann die nächste Statusabfrage. Also bei mir ist es in so einem Sekundentimer drin, hol mal den Status. Und dadurch, dass die Rückantwort für die Playlisten länger als eine Sekunde gedauert haben, kam dann mein Programm aus irgendwelchen Gründen auch durcheinander. Und da musste ich mir dann schon irgendwas einfallen lassen. Also ich habe mir dann irgendwelche Merker gesetzt, jetzt nicht und dann doch. Und funktioniert das schon. Also deswegen Asynchronität, das muss man wissen, gerade bei der Statusabfrage. Aber man muss es immer antriggern. Mit dieser einen Funktion Status Update, glaube ich. Wie sieht es jetzt aus? So sieht es aus. Also ich habe ihn nicht mit. Er hängt ja bei mir im Wohnzimmer. Meine Frau spielt vielleicht heute damit rum, keine Ahnung. So sieht das aus. So sieht die Oberfläche aus. Also ich habe da irgendwo unten die Auswahlbutton für die Screens. Das sind diese blauen Dinger, beziehungsweise das Rote. Das Rote kennzeichnet, das ist jetzt genau die Seite, wo du drauf bist oder auf dem Screen. Und ja, oben ist jetzt ein Bild, wo man eine Playliste auswählen kann. Ich habe nicht implementiert, dass man auch die Playlist mit dem Ding zusammenstellen kann. Wäre ein bisschen komisch bei so einem Display, da gibt es dann andere Clients dafür, wie auch immer. Man kann nur die Playlist auswählen, aber das reicht, denke ich. Man sortiert sich irgendwann mal seine Playlist zusammen, sagt, das ist für Weihnachten, das ist für Silvester, das ist, wenn ich Heavy Metal hören will und das ist für Internetradio, packt die Titel oder die URLs dort rein und dann kann man dort sich jetzt die Playlist auswählen und sagen, hinzuaddieren bzw. ersetzen durch die andere, abspielen und so weiter. Unten das Bild, das ist dann im Prinzip so für mich das Wichtigste. Das ist nämlich der Abspielscreen, wo man dann sieht, links oben das CD-Cover, wenn eins da ist, Artist, Album, Titel, Zeit, die vergangen ist und Zeit, die es noch dauern wird und dann noch ein paar Informationen zum MP3 an sich, welche Position es in der gerade aktuellen Playlist ist und dann sieht man da unten die Steuerbutton, man kann vor, zurück, Stopp, und auch Pause. Pause ist verbunden mit der Play-Taste. Wenn die rot ist, dann wird es gerade abgespielt. Und wenn man nochmal raufdrückt, dann würde eine Pause kommen. Also so habe ich es implementiert. Weil ich hatte dann keinen Platz mehr dort gehabt. Ja, so sieht es ungefähr aus. Ich denke, es ist relativ übersichtlich. Und für den Zweck, für den ich das vorgesehen hatte, reicht es auch. Dann war ich ja dann fertig und hatte Langeweile. Und es sollte ja trotzdem noch Spaß machen, also habe ich noch ein paar Gimmicks hinzuprogrammiert. Eine kleine Diashow, also ein Bilderrahmen, 320x240, total sinnfrei, aber ist egal. Meine Frau freut sich dann immer, wenn dann Familienfotos so alle 10 Sekunden neu kommen. Habe ich die Lib-JPEG benutzt dafür, also vollkommen entspannt. Das ist übrigens nicht meine Frau, das ist irgendein Buddha aus Thailand. Ja, dann habe ich noch bei mir so eine kleine Wetterstation zu laufen. Ich weiß nicht, ob gestern jemand in dem Lib-SQL-Vortrag oder an Vorträgen von vorhergehenden CLTs war es, da gibt es immer ab und zu mal einen Vortrag. Wo ich also ein kleines Stückchen raus extrahiere und einen Vortrag draus basteln. Und ich dachte mir auch, diese Wetterdaten sollten dort angezeigt werden und der entsprechende Screen dafür. Alternative Bedienoberflächen. Es gab ja diesen einen Punkt bei den Anforderungen Fernbedienung. Ja? Bis jetzt musste ich immer dorthin laufen und auf meinem Touchscreen
drauf rumdrücken. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Clients unter Linux und anderen Betriebssystemen, mit denen man auch den MPD bedienen kann. Also für Linux sind mal so die typischen Vertreter um angezeigt die erste Zeile unter Linux, das sind Konsolentools. Und die Zeile darunter sind grafische. Und der rechts oben, das ist der GMPC. Den benutze ich immer, weil ich nicht so einen overdressed Desktop habe. Und da reicht dieser GMPC. Das ist ein Screenshot rechts oben. Und da kann man natürlich dann auch die Playlist zusammenstellen und abspeichern. Und ganz schick. Natürlich auch mit Smartphones oder Tablets gibt es natürlich auch was. Das war dann auch ein lustiger Effekt gewesen. Zu Weihnachten, als dann meine Kinder das mitbekommen haben und die haben ja auch alle so ein Smartphone. Mensch, da gibt es ja so eine App. Ach Papa, so, ach zeig mal. Und dann haben die sich alle diese App runtergeladen. Ich habe dummerweise auch noch gesagt, wie der Server dort heißt. Und dann haben sie rumgespielt. Haben irgendwelche komischen Playlists gemacht, haben meine Lieblingsmusik dann verschandelt und so eine Geschichten. Okay, ja. Es gibt natürlich auch Web-Frontends. Und kennt jemand MC Betty? Tolle Fernbedienung. Hat irgendein privater Fernsehsender mal als Rückkanal für irgendein Lotteriespiel oder irgendeine Lotteriereihe benutzt. Also da konnte man an irgendeinem Quiz teilnehmen oder was das auch immer war. Oder interaktives Fernsehen war das Stichwort. Aber der Clou an der Geschichte ist, es ist eine relativ mächtige Hardware, die da drauf ist. Auch ein schickes Display. Und es gab tatsächlich jemand, der dafür auch für den MPD da drauf. Ja, aber das ist nochmal eine Geschichte, die probiere ich vielleicht nochmal aus, wenn ich mal nochmal einen Abend Langeweile habe. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, der Client muss natürlich gestartet werden und auch frauentauglich gestartet werden, also anschalten und dann muss das Ding da sein nach einer endlichen Zeit. Ich habe das über RunGet gemacht in der Initab, die erste Zeile, so sieht es dann ungefähr aus. Ich starte es mit Sudo, man muss es aber nicht unbedingt mit Sudo starten, wenn man entsprechende Berechtigungsbits setzt. Aber ich denke, das könnt jeder. Gut. Eine Geschichte noch, Internetradio, das kam aber vorhin gerade schon, also man kann auch URLs abspielen, damit kann man dann eben halt auch Internetradio abspielen. Man stellt sich einfach eine Playliste zusammen, wo diese URLs drin sind. Hier mal ein Beispiel von einem Berliner Sender, ich weiß gar nicht, ist der hier auch so bekannt, Fritz, ABB, irgendwas, egal. Und dann habe ich noch ein ganz lustiges Skript gefunden. Ich höre auch ab und zu mal Podcasts. Irgendein kluger Mensch hat mal ein Shell-Skript geschrieben, bei dem man konfigurieren kann, welche Podcast-Server man ansteuert, mal guckt, ob da was Neues ist, sich das runterlädt, dann wird gleich eine Playlist generiert. Und wenn man das geschickt konfiguriert und diese Playlist dann auch gleich in das Playlist-Verzeichnis von den MPD spielt, dann ist das relativ entspannt und automatisch. Und wenn man das dann noch als Cronjob in irgendeiner Art und Weise konfiguriert, dann hat man da auch noch eine schicke Geschichte. Okay, hat noch jemand eine Idee, was man da implementieren könnte? Gibt es auch noch ein kleineres, anderes Projekt, Dubstick Eval. Mhm. Das ist tatsächlich mit einem STM32-Mikrocontroller und dieses Teil dran und einem Audio-Codec. Der ist dann wirklich als USB ansteckbar, ist aber gegenwärtig nur in der Firmware zum Experimentieren. Also ist wirklich eher ein Eval, aber wäre grundsätzlich möglich, dann auch Audio-Streaming über USB zu machen damit. Mhm. Okay, kann ich mir ja mal angucken. Ja. Also ich bedanke mich für den sehr faszinierenden Vortrag über faszinierendes Projekt. Ich wünsche noch einen schönen Resttag. Danke.